heute mal Städte angucken, wie sie sich verändern, dann müssen wir darauf reagieren können. Diese Städte leiden meistens unter einem Verkehrskollaps. Individualverkehr gegen öffentlichen Verkehr. Dla miasta nowoczesnego transport nowoczesny i nowoczesne środki stają się kluczem do budowy nowoczesnego miasta. Tylko wysokiej jakości transport publiczny jest w stanie konkurować z samochodami osobowymi. Ta otázka stojí, proč dále nerozvíjí veřejnou dopravu a pokud budou rozvíjet veřejnou dopravu ve svých městech, tak pak proč ji nerozvíjí směrem k trolejbusům. Trolejbus gyors, a trolejbus legdynamikusabban haladó városi tömegközlekedési jármű. Der U-Bus ist ein rasches Verkehrsmittel, vor allem aber ein umweltfreundliches Verkehrsmittel. Wenn man hier diese wunderbare Gegend anschaut, Österreich, Salzburg zeichnet sich durch eine hervorragende Umwelt aus und das ist auch ein Verdienst des U-Buses. Nie zatruwa go spalinami, nie zanieczyszcza naszej przestrzeni, naszej fonosfery tymi hałasami, które potrafią produkować inne środki lokomocji. Dlatego uważam, że śmiało można o trolejbusie mówić jako o środku transportu nowoczesnym, a szczególnie jego walory sprawdzają się właśnie w centrach miast. Ma anche dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento delle vibrazioni che i mezzi tipo rotaia danno, oppure a livello noise, a livello di acustica in generale, i mezzi col motore tradizionale in un centro cittadino con i palazzi, con le strade molto strette, comportano nei confronti della qualità di vita del cittadino. Tam jest znakomite miejsce dla cichych trolejbusów, bo warto jeszcze podkreślić, że istotnym walorem trolejbusu jest jego cichobieżność. Jest to najbardziej cichobieżny środek transportu publicznego i w centrum miasta, w Gdyni, gdzie przecież na chodnikach są także latem wystawiane stoliczki kawiarniane, ta cichobieżność trolejbusu jest jego niesamowitą zaletą. Der U-Bus ist ein äußerst wirtschaftliches Verkehrsmittel. Er ist einerseits im Betrieb günstiger als der Dieselbus oder gar der Gasbus und natürlich alle alternativen Bussysteme, die jetzt von der Industrie angeboten werden. Und auf der anderen Seite hat er geringere Infrastrukturkosten als die Straßenbahn. Egy trolleybusnak a felépítése, elektromos felépítése egyszerűbb, mint egy dieselbusz. Miatt maguk a berendezéseknek az élettartamuk is hosszabbak lehetnek. Egy trolibusz többe kerül, de még egy normál dieselbusz kb. 12-15 éven keresztül lehet használni, egy trolibuszt akár 20-25 éven keresztül is. Ja, man hat die Anfangsinvestitionen in die Fahrleitung, aber auch das muss man auf einen langen Zeitraum sehen. Und was in der Rechnung meistens hinten runterfällt, ist die Emissionen oder die Abgase, die letztendlich eigentlich gar nicht einfließen, sondern es wird rein das Betriebswirtschaftliche bewertet. Aber die Investition in den U-Bus oder in den E-Bus ist eine Investition in die Zukunft und ist eine Investition in eine gesunde Umwelt und eine Investition zur Lösung der Verkehrsproblematik. Nasze doświadczenie pokazuje, że warto stawiać na rozwój sieci trolejbusowych i że choć wymaga to inwestycji, to takie działania przynoszą efekty i te efekty dostrzegamy już w naszym mieście. Das Wichtigste vielleicht, es ist bequem, wie nur was, man wird gefahren, man hat seinen eigenen Chauffeur. Herrschaften, wo gibt's das da sonst? Das ist ja einmalig. È chiaro, con l'obiettivo evidente di fermare le auto ai margini della città e garantirgli un mezzo estremamente ecologico e efficiente per raggiungere il centro della città.
a jeden den nechte všechny Brňany, to znamená zase 380 tisíc obyvatel, jet po brněnských silnicích. A veškeré silnice ve městě Brně budou zablokovány. Und wenn wir Städte sehen, wo der öffentliche Nahverkehr perfekt ausgebaut ist, wie in Berlin, Hamburg oder in großen Städten, sieht man ja auch, wie sozusagen die Zulassungsraten pro Einwohner runtergehen. Weil die Menschen spüren, es ist tatsächlich ein adäquates Angebot. Już od dawna tak się nie dzieje dzięki wprowadzonym innowacjom, ale z całą pewnością jeszcze można poprawiać chociażby gospodarowanie energią, odzysk energii elektrycznej przy hamowaniu. Może być jeszcze większa sprawność tych urządzeń, które to umożliwiają, taka, żeby trolejbus nie marnował energii elektrycznej. In Salzburg speichern wir 25% der Energie während des Bremsens. Wird rückgespeichert im Netz und ein anderer Obus, der in der Nähe ist, nutzt diese Energie. Už vyvíjí se různé technologie, kde by se dalo i větší vzdálenosti přejet s trolejbusem bez použití trakčního vedení, takže myslím, že v tom je budoucnost a v tom je využití potenciálu pro trolejbusy. Nasze doświadczenie pokazuje, że warto stawiać na rozwój sieci trolejbusowych i że choć wymaga to inwestycji, to takie działania przynoszą efekty i te efekty dostrzegamy już w naszym mieście. Bus ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Das wird auf absehbare Zeit und das bedeutet sicherlich einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren das einzige brauchbare und massentaugliche Verkehrsmittel sein, das einerseits auf der Straße verkehrt ohne eine eigene Schieneninfrastruktur und auf der anderen Seite regenerative Energie wird nutzen können. Úgy képzelem el a jövőben, hogy úgy fog kinézni a városunk, főként a belváros, hogy ők csak elektromos hajtású járműveket fognak beengedni, főleg ugye trolibuszokat, villamosokat. Sia la città magari più pulita e sarà anche magari più organizzata, perché comunque i mezzi di comunicazione sono importanti per la città. Ich bin vollkommen optimistisch, dass dieser Obus noch in 50, 100 Jahren natürlich in modernerer Form hier in Eberswalde verkehren wird. Wenn der Obus höchst volkswirtschaftlich effizient ist, wenn er ökologisch ist und wenn er elektrisch fährt, dann würde es eigentlich auf der Hand liegen, den Obus E-Bus zu nennen. Z całą pewnością jest to część elektromobilności. Der Obus ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Aber ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass Elektromobilität auch die Zukunft darstellt. Und deshalb finde ich, ist die Entwicklung des Obuses wirklich den Schweiß der Edlen wert. Però non credo che sia dettata da altro, dal coraggio e dalla forza che possono avere gli amministratori per migliorare questa idea di una mobilità diversa, dove il trasporto pubblico sia l'elemento principale. Si myslím, že vždycky trolejbus je lepší volba. Also der erste Schritt ist immer sicherlich der schwierigste und hier ist Mut angesagt, Mut zu Entscheidungen, die über einen Wahlzyklus hinausreichen.